Hallo, liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den April 2022. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Die Infobox spreche ich immer wieder an, liebe Löwen. Ihr findet sie unterhalb von diesem Video. In der Infobox findet ihr beispielsweise die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr könnt sie euch dort genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Ihr findet dort Social Media Links von mir, ihr findet Info und Special Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Die habe ich dort ebenfalls verlinkt, sowie auch euer Jahresreading für das aktuelle Jahr 2022. Könnt ihr euch dort gerne anschauen, wenn ihr möchtet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich das weiterführende Reading über dieses Reading hier könnt ihr dort ebenso in Anspruch nehmen. Wenn ihr möchtet, müsst ihr nicht. Im Resonanz- und im Interessensfall bietet sich es natürlich an. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den April 2022, meiner Löwen. Was war das? War das die Wegkreuzung? Die Weggabelung. Die Weggabelung ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne, liebe Löwen. Bei der Weggabelung geht es darum, sich für eine Entscheidung durchringen zu können, die einen ganz bestimmten Weg sozusagen mit sich bringt. Es geht hier um mögliche Trennwege, mögliche Schicksalswege tatsächlich auch, beziehungsweise hat man sich für eine oder für die andere Option teilweise zu entscheiden. Dieses Lama, ich schätze, es ist ein Lama, welches hier tatsächlich vor dieser Wegkreuzung oder Gabelung hier eben steht. Das, ja, kann seinem oder ihrem Herzen folgen. Das kann auch sein, dass es eine Kopfentscheidung trifft. Es kann sein, dass mehrere Optionen, vielleicht auch nur zwei, ihm oder ihr zur Verfügung hier stehen. Natürlich das Lama auf einen Menschen projiziert. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass man hier einen ganz bestimmten Weg einlenken möchte. Allerdings kann es auch sehr, sehr gut sein, dass hier eine mentale, ja, Energie vorherrschend ist, die einen fragwürdig stimmen lässt bezüglich des weiteren Weges. Also man weiß nicht, wo man hin möchte, man weiß nicht, wohin einem der Weg führt. Ich kann mir hier noch sehr, sehr viel unter dieser Hauptenergie vorstellen. Hier oben recht schlecht zu sehen, die Zahl 13 könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, liebe Löwen, potenziell im April. Vielleicht auch nur die 1 oder die 3. Die 3 ist beispielsweise meine Glückszahl. Die Quersumme 4 ebenso gut möglich. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich, liebe Löwen. Aber ich bin sehr gespannt, um was es hier für euch per se im April bzw. eben in der kommenden Zeit gehen kann. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den April 2022, meiner Löwen. Die 2 der Kelche. Ja, eine ganz eindeutige Karte, die hier schon auf einen wahrscheinlich von potenziell mehreren Wegen hinweisen könnte. Die 2 der Kelche ist eine ganz klassische Beziehungs- oder Partnerschaftskarte. Es geht hier um Zwischenmenschliches, das mit, ja, Liebe gekoppelt und Liebe in Verbindung haben könnte. Es kann sich hier auch um Freundschaft drehen, beziehungsweise auch um Bekanntschaften drehen. Innerhalb einer gewissen Dynamik, die auf eine Partnerschaft oder Beziehung hinweisen könnte, kann es hier ebenso zu Wegkreuzungen oder Weggabelungen gehen. Also nicht nur für diejenigen, die hier einen Partner oder eine Partnerschaft angestrebt haben, sondern auch diejenigen, die sich hier schon in einer Partnerschaft befinden, könnten hier mit mehreren Optionen sozusagen rechnen, beziehungsweise damit konfrontiert werden. Das kann dann darauf hinauslaufen, dass man gemeinsam weitermacht oder dass man sich doch trennt, dass man vielleicht das eine Ziel zuerst verfolgt und dann das andere Ziel. Es kann sich hier noch um mehreres drehen, definitiv um Zwischenmenschliches und einer bestimmten Dynamik innerhalb einer Beziehung oder Partnerschaft. Wie geht es weiter? Der Tod, Veränderung. Da haben wir auch schon die Zahl 13 übrigens, sowie die Hauptzahl hier auch von eurem Reading. Der Tod steht für Veränderung, für Transformationen, für Entwicklungen, die es hier geben kann. Für diese Veränderungen könntet ihr tatsächlich gesorgt haben. Es können aber auch Veränderungen sein, gegen die ihr im Prinzip gar nichts machen könnt. Äußere Veränderungen, äußere Entwicklungen. Die Zeit bringt Veränderung. Das ist auch so ein schlauer Satz, den mal ein sehr schlauer Mensch gesagt hat. Ich weiß leider gerade nicht mehr wer.
Definitiv scheint es hier innerhalb einer zwischenmenschlichen Beziehung von euch, und das kann Freundschaft sein, das kann Bekanntschaft sein, das kann auch tatsächlich ein Familienmitglied und der Bezug zu diesem Familienmitglied sein. Natürlich auch kann es die Partnerschaft oder die Wunschpartnerschaft betreffen. Definitiv verändert sich etwas, was den Bezug zwischen euch beiden angeht, was die Zwischenmenschlichkeit angeht, möglicherweise hier auch das Geben und Nehmen. Die Aufrichtigkeit könnte sich hier verändern. Definitiv wird es hier ja, in absehbarer Zeit nicht mehr so sein, wie es noch in der Vergangenheit war. Wie geht es weiter? Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist eine meiner Lieblingskommunikationskarten tatsächlich. Es ist eine der Kommunikationskarten im Tarot, die hier vor allem aber auch auf aufrichtige, ehrliche, manchmal auch tiefgründige Gespräche hindeutet. Das hier sind Gespräche und ich bezeichne und umschreibe sie gerne so, dass man mit einem bestimmten Menschen 5 Minuten lang redet und tatsächlich sind dabei während dieser 5 Minuten mehrere Stunden vergangen. Man vergisst die Zeit in der Gesellschaft eines bestimmten Menschen hier und es fühlen sich eben, ja, man fühlt sich beflügelt, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich interessiert, man fühlt sich wohl in dessen Gesellschaft. Auch natürlich, was das Gesprächsthema angehen könnte, kann man sich hier so wie ein Fisch im Wasser quasi fühlen. Allerdings ist die Mäßigkeit hier für ja, für die Ausbalancierung, für die Balance, für die innere Balance, für den Frieden oder den Friedenserhalt ebenso darzustellen und zu deuten. Die Mäßigkeit, ja, eine Heilungskarte. Es kann hier auch einen heilungstechnischen Aspekt haben, der hier mit Veränderung, mit sich verändernden Verhältnissen und Gegebenheiten tatsächlich auch erreicht werden kann. Jene von euch, liebe Löwen, die vielleicht in einer, ja, partnerschaftlichen Dynamik sind, unabhängig davon, ob es eine Partnerschaft ist, Freundschaft ist, Beziehung ist, etc., könnten hier in Bälde oder in Kürze Heilung erfahren. Vor allem ist das dann resonierend, wenn es momentan, umgangssprachlich ausgedrückt, nicht so richtig läuft zwischen euch und einem bestimmten Menschen. Die Partnerschaft bzw. der Bezug zu einem Menschen, die Veränderung und die Heilung. Das kann man hier sehr, sehr gut betrachten. Allerdings kann das für viele von euch noch in viele verschiedene Varianten gehen. Wie geht es weiter? Die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist oftmals eine Kopf-gegen-Herz-Energie. Hier spricht man teilweise von Träumereien. Auch die Tagträume könnten hier drin dargestellt sein. Von, ja, Visionen kann man hier sprechen, beziehungsweise sind das oftmals hochgesteckte, teilweise zu hoch und damit unrealistische Ziele. Das kann hier sehr, sehr gut sein, dass man hier etwas vorhat, was schlichtweg nicht durchsetzbar ist. Dass man hier, das sind so utopische Gedanken, die man manchmal hat. Ich könnte ja mit dem Mensch A zusammen sein und mit dem Mensch B zusammen sein und mit dem Mensch C ab und zu mal zusammen sein. So etwas funktioniert nicht auf Dauer gesehen. Das war natürlich nur ein Beispiel. Mit den 7 der Kelchen kann man hier aber auch wählen. Man hat hier Optionen. Man spricht oftmals von der Qual der Wahl, die in dieser Karte ebenso dargestellt ist. Und wählen, Optionen, Qual der Wahl, da bin ich schon sehr, sehr stark bei der Hauptenergie der Weggabelung. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut, da eben die 7 der Kelche auf den Tod gespiegelt sind, gut vorstellen, dass hier bestimmte Veränderungen, bestimmte Entwicklungen euch vor eine Art Auswahl stellen können. Innerhalb einer Beziehung oder was eine Beziehung angeht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das könnten Gespräche sein, die für diese Veränderung, respektive für diese Auswahl oder für das Erhalten von diversen Optionen sorgen könnten in einem bestimmten Belangen. Wie geht es weiter? Das ist das Ass der Kelche. Interessant, das Ass der Kelche gespiegelt auf die 2 Kelche. Es kann hier jetzt in 2 verschiedene Richtungen gehen, liebe Löwen. Zum einen kann es sich um eine Dynamik handeln innerhalb einer bestehenden Beziehung, dass man mit dem Gedanken spielt, diese Beziehung zu verlassen und einen anderen Menschen sozusagen mehr in sein Leben einzulassen. Das heißt, man könnte hier in einer zwischenmenschlichen Beziehung sein,
kann immer noch Freundschaft, Partnerschaft oder eben auch Bekanntschaft sein. Man spielt aber mit den Gedanken, dass sich hier etwas oder jemand verändert hat, worüber man dann auch reden wird übrigens, aber danach gibt es mehrere Optionen. Man kann sich hier teilweise für eine neue Liebe entscheiden. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann spielt man mit den Gedanken, den aktuellen Partner oder Wunschpartner zu verlassen oder hinten anzustellen, um sich hier gegebenenfalls neuen Personen zu widmen. Das ist hier sehr deutlich da gezeigt, das stellt aber lediglich auch erst einmal eine Option dar. Also man spielt mit dem Gedanken, das heißt nicht direkt, dass man das auch gleich tut. Weiterhin kann es aber auch sehr, sehr gut innerhalb einer zwischenmenschlichen Beziehung zum Aufblühen oder Aufkommen von Gefühlen kommen. Denn auch davon spricht das Ast der Kirche. Und dann wäre eine Beziehung eingehen, eine Beziehung führen, ein Liebesgeständnis, Liebesbekenntnis definitiv ebenso eine Option, die man hier wahrnehmen kann. Das sind hier diese beiden verschiedenen Wege, mit denen man hier zukünftig konfrontiert werden könnte. Das sind die Sieben der Schwerter. Und die Sieben der Schwerter ist eine hauptsächlich leider negative, vor allem mentale Energie. Hier kann man davon sprechen, dass man vielleicht an der Nase herumgeführt wird, dass mit einem ein falsches Spielchen getrieben wird, dass jemand eine Maske aufhat, das heißt unauthentisch ist, unehrlich ist. Möglicherweise sogar kann das so weit gehen, dass man hier von Betrug sprechen kann. Auch Diebstahl kann hier drin verkörpert sein und Bezug nehmend auf eine Beziehung oder Zwischenmenschlichkeit. Kann das hier auch sehr, sehr gut die Fremdgehkarte sein. Soweit würde ich jetzt bei vielen nicht gehen, weil ich hier auch Heilungsenergie habe und das hier spricht in gewisser Weise auch von der Heilung in bestimmten Bezügen. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass hier zukünftig jemand unsicher ist, aber auch unaufrichtig, unauthentisch. Es könnten hier Lügen verbreitet werden, liebe Löwen. Eine Klärung zu den zwei der Kelchen. Das ist die zwei der Münzen. Wir haben hier definitiv Dualität am Start. Hier in der ersten Sparte sieht man das sehr deutlich. Zwei Kelche, zwei Münzen, Dualität, Zweierkarten deuten auf zwei Personen oder zwei Situationen hin. Und mit den zwei der Münzen auf die zwei der Kelche sieht man auch deutlich ein Wanken, welches bei euch oder bei einem Bezugsmenschen innerhalb der Beziehung zwischen euch beiden aufkommen könnte. Mit den zwei der Münzen auf die zwei der Kelche ist deutlich ein Wanken oder ein Wackeln innerhalb einer partnerschaftlichen oder Beziehung dargestellt. Die zwei der Münzen, es kann hier auch um Kehrseiten gehen, also es gibt positive und negative Aspekte durch Veränderungen, die hier auf euch in dem Sinne zukommen. Das kann hier ebenso gut möglich sein. Eine Klärung zum Tod. Die Kraft. Liebe Löwen, das ist klassisch eure Tarotkarte hier. Die Kraft auf den Tod hier geklärt, zeugt zunächst einmal von Anpassungsfähigkeit. Es kommen hier Situationen und Entwicklungen auf euch zu, die vielleicht neu für euch sind, die vielleicht auch neu für euren Bezugspartner sind. Und hier gilt es, sich einen gewissen Sinne anzupassen oder eine gewisse Anpassungsfähigkeit sollte hier erreicht werden. Weiterhin, die Kraft auf den Tod deutet deutlich darauf hin, dass Veränderungen für euch speziell wahrscheinlich oder durch euch speziell hier in diese Gruppendynamik bzw. in die Partnerschaft oder die Beziehung einfließen werden. Entweder kann es gut sein, dass ihr euch verändert habt, liebe Löwen, dass ihr möglicherweise reifer geworden seid, möglicherweise aber auch ein neues Ziel euch gesteckt habt. Vielleicht habt ihr wirklich ja, private Veränderungen, private Neuerungen erlebt oder durchlebt diese gerade, die nun Auswirkungen auf die Beziehung oder Partnerschaft zu einem gewissen anderen Menschen bekommen haben. Ne, das können natürlich zigtausende Beispiele sein, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Die Kraft, eine Belastungsprobe, könnten ebenso diese Veränderungen darstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob es typisch Löwe ist, liebe Löwen. Allerdings kenne ich persönlich sehr viele Löwinnen und Löwen, die allesamt tatsächlich sich fast schon fürchten vor Veränderungen. Definitiv
Sinnveränderungen, nichts für die Löwen, die ich persönlich kenne. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das eine typische Löwe-Eigenschaft ist. Aber Veränderungen ist man zunächst einmal abgeneigt. Allerdings wird man hier nichts gegen diese Veränderungen tun können, liebe Löwen. Denn diese kommen, da ich jetzt hier eben auch die zwei Münzen auf die zwei der Kelche habe, diese kommen unvorhergesehen, wahrscheinlich auch unerwünscht und wurden im Vorfeld wahrscheinlich auch nicht angestrebt. Deswegen kann ich hier mit der Kraft auf den Tod auch für eine Art Belastungsprobe sprechen, die auf euch potenziell zukommt. Eine Klärung zur Mäßigkeit. Ich bin deswegen etwas skeptisch bzw. etwas ja, mulmig eingestimmt mit den 10 der Schwertern in der Mitte des Readings, da sie ebenso wie die 7 der Schwerter eine doch recht negative mentale Energie ausstrahlen. Die 10 der Schwerter, da fühlt man sich hintergangen, da fühlt man sich verletzt am Boden. Möglicherweise wird hier auch das ein oder andere Vertrauen missbraucht, beziehungsweise kann es auch sehr, sehr gut sein. Und man kann das jetzt umgangssprachlich formulieren: Hier fällt euch jemand in den Rücken, liebe Löwen. Das kann ich hier sehr, sehr gut sehen. Es wäre kein Problem tatsächlich, wenn diese beiden Karten umgedreht wären, wenn die Mäßigkeit auf die 10 der Schwerter wäre, weil dann kommt Heilung in eine negative Situation. So rum ist es genau andersrum, denn da kommt in eine friedliche Situation tatsächlich negative Energie hinein. Da herrscht Zoff, da herrscht Streit möglicherweise. Und das kann hier sehr, sehr gut eine Art Hintergehung von euch oder für euch sein. Bitte bedenkt natürlich, dass in einem allgemeinen Reading die Rollen vertauscht sein können. Allerdings mit dem Mäßigkeitsaspekt des Gesprächs, also da es eben auch eine kommunikative Karte ist, kann ich mir mit dieser Karte hier im Outcome sehr, sehr gut vorstellen, dass hier jemand angelogen wird, dass hier Lügen verbreitet werden, dass hier etwas gesagt wird, was weder der Wahrheit entspricht, noch so gemeint ist. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Eine Unaufrichtigkeit, eine Maske aufhaben, ein falsches Spielchen könnte hier potenziell mit euch getrieben werden. Eine Klärung zu den 7 der Kelchen. Das sind zwei. Das ist die, okay, das ist die 5 der Schwerter. Viele von euch wissen, dass ich diese Karten, und leider spiegelt es hier ein bisschen, ich schiebe sie mal hier runter, das seht ihr sie besser. Viele von euch wissen, dass ich diese Karten selbst gestaltet habe. Diese beiden Karten, ich habe hier bewusst fast denselben Hintergrund gewählt, weil diese eine sehr dunkle, negative, trübe Gedankenkraft ausstrahlen. Das hat man in den normalen Tarotkarten nicht immer richtig gut erkennen können, tatsächlich diese Stimmung, die die Karte hier aussagt. Und mit den 10 der Schwertern und den 5 der Schwertern hier sind hier definitiv Gerüchte verbreitet worden. Man kann auch von Falschaussagen sprechen. Hier sagt jemand etwas, was nicht der Wahrheit entspricht, beziehungsweise kann es auch gut sein, dass hier Kritik hagelt, dass es hier Kritik gibt für euch, dass ihr kritisiert werdet, dass ihr beschuldigt werdet. Möglicherweise prangert euch hier jemand an. Potenziell kann das Ganze auf der Arbeit tatsächlich passieren. 7 der Münzen, eine klassische Arbeitskarte, das muss aber nicht für jeden von euch tatsächlich der Fall sein. Definitiv ist es gut möglich, dass eure Beziehung oder Partnerschaft, also der Bezug zu einem gewissen Menschen oder tatsächlich die Partnerschaft an sich, ins Wanken gerät, weil Veränderungen auf der Arbeit hier für euch oder für euren Bezugsmenschen hier passieren können, die sich auf die Beziehung auswirken. Das kann hier sehr, sehr gut sein. Natürlich ist das nicht für jeden von euch. Und ich kann mir hier mit den 5 Schwertern auf die 7 der Kelche gut vorstellen, dass euch jemand, umgangssprachlich formuliert, das Blaue vom Himmel erzählt. Hier wird euch Honig um den Mund geschmiert, wenn ihr wisst, was ich meine, beziehungsweise wenn ihr diese Redewendung kennt. Hier wird euch etwas schmackhaft gemacht, was überhaupt nicht schmeckt, was vielleicht sogar giftig ist. Also ihr werdet hier schlichtweg belogen, vielleicht sogar betrogen. Teilweise kann das hier auch sehr, sehr gut sein, dass es hier vielleicht Angebote gibt, vielleicht irgendwelche finanziellen Angebote. Das ist nämlich auch eine Finanzkarte hier, so wie die 2 der Münzen. Es kann hier gut sein, ja, kauf das und das hier und du wirst dein Leben lang glücklich damit sein. Und im Nachhinein stellt sich das als, ja, der größte Mist heraus, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so etwas Derartiges kann ich mir hier gut vorstellen. Ihr werdet hier teilweise hinters Licht geführt, beziehungsweise bindet man euch einem Bären auf. Das war es jetzt aber auch mit den Redewendungen, die mir jetzt darauf einfallen. Eine Klärung zu dem Ass der Kelche.
Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals deutet auf Schicksalswege hin. Auch eine sehr, ja, passende Karte zu der Hauptenergie, wo es um Weggabelung oder Wegkreuzungen geht. Und das Rad des Schicksals auf die zwei der Münzen, sehr, sehr deutliche Sprache. Man kann sich hier für die eine oder für die andere Weise entscheiden. Auch konjungierend mit den sieben der Kelchen. Optionen, Chancen, Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten. Es steht hier sehr, sehr deutlich eine Entscheidung für euch an, liebe Löwen. Und diese Entscheidung bezieht sich direkt auf Gefühle, Emotionen, die mit einem Neustart zu tun haben können oder mit einer Beständigkeit einer gegenwärtigen Beziehung. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Löwen. Es ist hier relativ speziell dargestellt, also es geht noch komplizierter, definitiv, aber es ist deutlich. Und mit dem Rad des Schicksals auf das Ass der Kelche, viele von euch sind hier am Hadern, am Zaudern, am Überlegen, beziehungsweise vielleicht sogar auch am Zweifeln, ob eine gegenwärtige Beziehung, also der gegenwärtige Bezug zu einem gewissen Menschen, unabhängig ob Freund, Familienmitglied, Partner, Wunschpartner, ihr stellt diese Erfolgsaussicht dieser Verbindung stark in Frage. Und das kommt hier vor allem durch Veränderungen, die entweder ihr oder euer Gegenüber durchlebt, potenziell aber spätestens hier, wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht sogar realisiert, dass hier etwas nicht stimmt, dass euch jemand etwas vormacht, beziehungsweise vielleicht euch in den Rücken fällt, belogen hat, betrogen hat, etc. Und dann wird hier sehr, sehr vieles im Umbruch sein. Mit dem Rad des Schicksals, wie schon gesagt, man kann sich dafür entscheiden, diesen Menschen hier den Rücken zu kehren und eventuell potenziell sein oder ihr Glück woanders zu suchen und wieder umgangssprachlich ausgedrückt, oder man hält daran fest und versucht, das hier, was hier ins Wanken gerät, was definitiv Veränderungen, Strapazen beziehungsweise auch so etwas wie eine Berg- und Talfahrt mitmachen wird in Zukunft, dass man dabei bleibt, dass man gesagt hat, nein, ich habe mich für diesen Menschen entschieden und es heißt in guten wie in schlechten Zeiten, aber ihr müsst jetzt natürlich nicht verheiratet sein, aber wenn jetzt hier auch negative Zeiten bevorstehen, möchten dennoch viele zu diesen Menschen hier halten. Das ist eine Entscheidung, die potenziell auf eurer Seite zu treffen ist und der Teufel macht das Outcome hier tatsächlich nicht besser, liebe Löwen. Der Teufel, eine sehr negative Energie und auch hier haben wir wiederum die 13, weil der Teufel hat 13 Deutungsvarianten und ich kann euch ein paar davon aufzählen. Das ist Angst, das ist Sucht, das ist Anhängsel, das ist möglicherweise auch so etwas wie eine Koexistenz. Das kann eine toxische Person sein, kann ein Narzisst sein, es kann hier sehr, sehr vieles sein. Es ist hauptsächlich negativ zu deuten, so wie es auch die 7 der Schwerter ist. Und ich kann hier von wirklich Rufmord reden. Ich kann hier von möglicherweise auch davon reden, dass hier der ein oder andere hintergangen wird, möglicherweise betrogen wird, dass hier jemand in einer Beziehung fremd geht. Aber dann seid nicht ihr das, sondern ja, das ist hier eher dann der Gegenüber. Rollen können natürlich immer noch vertauscht sein. Aber auf etwas derartig doch eher Gravierendes, liebe Löwen, kann dieses Outcome hier potenziell hinführen. Ich hoffe natürlich, dass hier noch etwas mehr Heilungsenergie gewaltet wird, beziehungsweise etwas mehr Klarheit herauskommt. Aber die Outcome-Karten sind nicht die allerbesten, um ehrlich mit euch zu sein. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. Die Gerechtigkeit und das sind die Optionen bzw. die Entscheidung, die aufgrund der Optionen getroffen werden muss. Ganz, ganz klassische Deutungsvariante eigentlich. Die Gerechtigkeit auf die zwei der Münzen. Man wägt ab, man sucht Pros und Kontras, vielleicht erstellt man sich auch eine Liste Pro und Contra. Und man kann hier definitiv vom Wanken reden, in welches eine Balance gebracht werden muss. Ähnlich wie die Mäßigkeit hier oben und hier sieht man es auch in der Konjunktion, sprich die Gerechtigkeit sowie die Mäßigkeit von Balance, Ausgeglichenheit, innerer Frieden, beziehungsweise hier auch Fairness ist dargestellt. Die Gerechtigkeit auf die zwei der Kelche gespiegelt bedeutet geben und nehmen. Wie du mir, so ich dir, eine Hand wäscht die andere, beziehungsweise herrscht hier eine Ausgeglichenheit zwischen euch und einem bestimmten Bezugsmenschen. Und das hat etwas mit dem Einbringen zu tun. Das hat aber auch etwas mit dem,
ja, behandeln zu tun, wie man sich eben gegenseitig behandelt. Die Handhabung. Sei du ehrlich zu mir und ich bin ehrlich zu dir. Hilf du mir bei meinen Angelegenheiten, ich helfe dir bei deinen Angelegenheiten, etc. Es kommt hier auf das Gleichgewicht und auf die Ausgeglichenheit an, die hier stark ins Wanken gerät durch potenziell entweder äußere Veränderungen oder ein bestimmter Mensch hat sich hier verändert. Das könntet ihr sein, das könnte aber auch gut der Gegenüber sein. Eine Klärung zur Kraft. Der Stern. Und jetzt haben wir hier tatsächlich die zweite Heilungskarte, liebe Löwen. Die Heilungskarten, ich habe es vorhin bei der Mäßigkeit schon angesprochen, das ist eine der drei Heilungskarten. Das hier ist eher allumfassend der Heilung. Sie hat etwas mit der inneren Geduld, innere Ruhe, innerer Frieden zu tun. Also das ist hier allumfassend. Das hier ist eher körperliche Heilung. Die vier der Schwerter wäre eher mentale Heilung. Körperliche Heilung im Sinne von einer gewissen Belastung. Liebe Löwen, viele von euch, und ich kenne mich da etwas aus, viele von euch könnten hier tatsächlich in mentale Strapazen geraten, das heißt Aussichtslosigkeit, das heißt vielleicht auch Enttäuschung, das heißt Kritik, das ist deine innere Verletzung, vielleicht wird das Ego hier verletzt, kann auch gut sein. Definitiv wirken sich teilweise mentale Belastungen auf den Körper aus. Das krasseste oder das leichteste Beispiel tatsächlich ist die Schlaflosigkeit. Wenn man ständig an etwas Bestimmtes denkt, wenn man über eine Sache nicht hinwegkommt, beziehungsweise sie einem mental so sehr belastet, dass man dann nur die ganze Zeit daran denkt, kann man oftmals nicht schlafen und Schlafentzug wirkt sich folglich auch aus dem Körper aus. Viele von euch werden das wissen. Ich wollte euch nur nochmals kurz erklären, was hier dargestellt ist. Diese Sparte hier ist voller großer Arkana, Tod, Kraft, Stern. Und diese Todkraft-Sternenergie, die kommt hier definitiv für euch. Ihr habt hier eine schwere Entscheidung vor euch. Und zwar geht die so weit, dass man sagt, mache ich diese Veränderungen mit? Kann ich gegen diese Veränderungen, die mir hier bevorstehen, die teilweise aber auch schon gegenwärtig sind, könnt ihr dagegen angehen? Haltet ihr die aus? Seid ihr belastbar genug, dem zu trotzen? Oder gebt ihr auf sozusagen? Das ist hier zunächst einmal etwas, was dieses Wanken erklärt, beziehungsweise auch hervorrufen wird. Und viele von euch sind teilweise etwas hin und her gerissen. Ich gebe euch nochmals gerne ein Beispiel. Allerdings möchte ich eigentlich hier noch weiter klären, weil ich bin mir relativ sicher, worauf das Ganze hier hinausläuft. Ich kläre erstmal noch weiter. Die 10 der Schwerter. Die 5 der Kelche. Es wird hier nicht besser, diese Mitte hier. Die 5 der Kelche auf die 10 der Schwerter, das ist wiederum wirklich so etwas wie ein Vertrauensmissbrauch, eine Hintergehung. Vielleicht werdet ihr hier sogar beleidigt, das kann auch gut sein. Körperlich wird euch hier nicht wehgetan, das sehe ich hier eher nicht, vor allem nicht mit einer Heilungskarte hier oben. Aber die 5 der Kelche, Treue, nee, Trauer, Reue oder Verlust. Beziehungsweise ist das hier auf die 10 der Schwerter auch tatsächlich eine herbe Enttäuschung, die man von einem Menschen erlebt hat, dem man das zum Beispiel niemals zugetraut hätte. Und ja, ich kläre noch die hier und dann gebe ich euch das Beispiel, weil wenn jetzt hier nicht so etwas wie die Sonne oder 10 Kelche kommt, dann bin ich mir schon sicher, was das hier ist. Eine Klärung zu den 5 Schwertern. Der Wagen. Interessant. Der Wagen ist hier etwas Neutrales tatsächlich. Es geht hier um die mentale Voranschreitung, um den mentalen Fortschritt und das Weiterkommen. Mit dem Stern in der Spiegelung ebenso kann der Wagen sowie der Stern, beide haben eine Deutungsvariante gemeinsam und das ist die Ferne tatsächlich. Es kann hier für viele von euch sozusagen es in die Ferne treiben. Weg von hier, weg aus dem Alltag, raus aus der Situation. Viele von euch werden nach diesem Erlebnis hier, und das werde ich euch gleich erklären, teilweise etwas abschalten wollen. Es kann hier gut sein. Und jetzt gebe ich euch ein paar Beispiele. Hier, wenn ihr es in einer partnerschaftlichen Beziehung zum Beispiel gerade seid und in dieser partnerschaftlichen Beziehung herrscht ein Streit, und dann rede ich nicht nur von einer kleinen Meinungsverschiedenheit, sondern von einem Streit, also wirklich Streit. Und es kann hier vielerlei Auswirkungen haben, beziehungsweise vielerlei auch belangen. Wie schon gesagt, das kann hier Hintergehung sein, ihr könntet angelogen sein, ihr könntet kritisiert werden, ihr könntet beleidigt werden oder tatsächlich kann hier auch jemand fremdgehen.
Aufgrund dessen, was dort passiert, suchen viele von euch das Weite. Und das heißt im Prinzip, man schaltet ein paar Tage lang ab wahrscheinlich. Man ruft eine Freundin an, kann ich 2, 3 Tage bei dir schlafen? Es ist das und das und das passiert. Oder man besucht die Eltern. Vielleicht geht man auch an einen Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man Geborgenheit erfährt, den man gut kennt, an dem man abschalten kann. Etwas derartiges kann ich mir hier gut vorstellen. Hier verlässt aber potenziell auch jemand, jetzt hätte ich fast gesagt, den Tatort. Auf jeden Fall könnte hier jemand aus dem Haus stürmen oder aus dem Zimmer rausgehen, wenn ihr wisst, was ich meine und welches Szenario ich gerade auch im Kopf habe, das ich euch versuche zu erklären. Es kann hier beispielsweise gut sein, dass hier jemand, ja, ich sage jetzt mal wirklich allgemein umfasst, euch herbe enttäuscht hat. Und zwar habt ihr das dieser Person niemals zugetraut, dass sie so im Negativen mit euch umgehen könnte oder so etwas Negatives tun kann. Und das kann natürlich sehr vieles sein. Bitte bedenkt natürlich, dass das ein allgemeines Reading ist. Und ein Partner von euch könnte fremdgehen, ein Partner von euch könnte euch beklauen, jemand verbreitet hier Lügen über euch, jemand könnte euch hier stark kritisieren bzw. beleidigen. Es kann hier so vieles passieren und natürlich kann das auch individuell für jeden von euch etwas anderes sein, für wen das Reading hier auch resoniert. Aber aufgrund dieser Handhabung könnten, wie auch gerade gesagt, einige von euch erstmal das Weite suchen, aber am Ende, und das ist vor allem hier oben zu sehen und hier auch zu sehen, hier unten und hier oben zu sehen. Man neigt dazu oder man fragt sich selbst, kann ich das durchgehen lassen? Kann ich das verzeihen? Das ist eine Frage, die sich viele von euch stellen werden. Und das ist auch die Wegkreuzung, die Weggabelung. Es ist hier etwas passiert in einer zwischenmenschlichen Dynamik. Zu diesem Zeitpunkt, das muss jetzt noch nicht passiert sein, das kann aber kommen. Ne? Bitte bedenkt auch natürlich, dass die Zeit fließend ist. Aber aufgrund dessen, was hier passiert ist, werden viele von euch zunächst einmal wirklich versuchen, Abstand zu gewinnen, einen klaren, kühlen Kopf zu erreichen und stellen sich dann die Frage, hat das mit mir und diesen Menschen eine Zukunft oder nicht? Kann ich das verzeihen oder nicht? Kann ich das durchgehen lassen oder nicht? Wie groß ist dieser Rückschlag gegen wie groß ist die Zuneigung zu diesen Menschen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die euch hier bevorsteht, liebe Löwen. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Der Narr. Der Narr spricht häufig vom Neustart, vom Neuanfang oder vom Neubeginn. Und mit dem Narren auf das Ass der Kelche, wo ich auch schon vorhin gesagt habe, viele von euch könnten sich hier liebestechnisch neu orientieren. Auch diese Annahme bzw. diese Deutungsvariante scheint hier nochmals unterstützt werden zu können. Für viele von euch. Und ja, das ist eines dieser Readings, die man eigentlich wirklich schön reden könnte, wenn man denn möchte und wenn man es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. Aber mit dem Rat des Schicksals auf das Ass der Kelche könnte das tatsächlich so eine Art Turning Point sein. Es kann hier gut möglich sein, und das muss nicht für jeden von euch resonieren, dass innerhalb einer partnerschaftlichen Dynamik, und ihr müsst nicht zusammen sein, ihr müsst nur einen Bezug mit diesem Menschen haben. Aber dieser Bezug war wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht der beste, wird oder wurde jetzt aber auch immer schlimmer oder immer schlechter. Also man wurde immer schlechter, negativer behandelt. Einem wurden hier Sachen an den Kopf geworfen, beispielsweise, die kaum Hand und Fuß haben, die vielleicht auch völlig unbegründet sind. Und man hat sich hier vielleicht auch schon im Laufe der Zeit gefragt, ist das eigentlich hier noch das Richtige für mich? Ist dieser Mensch der Richtige für mich? Ist diese Situation gewinnbringend, lukrativ? Erfüllt mich diese Situation? Und es gibt hier oder es gab hier, ne, also je nachdem, einen ausschlaggebenden Punkt, wo viele von euch tatsächlich in Betracht ziehen, liebestechnisch oder tatsächlich auch gefühlstechnisch, das kann auch eine Freundschaft tatsächlich betreffen, neu anzufangen. Neustart, Neustart, hier die Weggabelung. Und viele von euch könnten sich hier für den Weg entscheiden, der euch weg von einem bereits bestimmten oder bekannten Menschen beziehungsweise gefestigten Menschen führen könnte, bis hin zu einem neuen Menschen oder zu irgendeinem Menschen. Das heißt, ihr könntet hier schon jemanden im Kopf haben oder alles egal, Hauptsache weg hiervon. Das kann für den einen so und für den anderen tatsächlich so rum sein, der Teufel.
Nibelöwen, der Teufel ist hier auch im Outcome. Es kann natürlich auch für einen Steinbock stehen, aber ich sehe hier tatsächlich eine sehr, sehr negative, belastende Energie von diesen drei Karten hier im Outcome auf euch zukommen zukünftig. Hier sehe ich eher die positive Energie. Der Narr, das Rad des Schicksals und das Ass der Kelche. Das ist hier so etwas wie ein Ausbruch, ein Durchbruch, beziehungsweise die Entscheidung, möglicherweise die Entscheidung tatsächlich neu anzufangen. Wobei da viele von euch längere Zeit am Hadern sind. Was ist die richtige Entscheidung? Ihr werdet euch da auch potenziell Zeit lassen, was das angeht. Kann ich das verzeihen oder kann ich das nicht verzeihen? Ich sehe viele von euch eher dazu tendieren, das nicht verzeihen zu können, was man auch durchaus nachvollziehen kann, wenn es sich um eben etwas derart Genanntes handelt. Das waren natürlich nur Beispiele. Aber mit den Sieben der Schwertern habt ihr auch in Zukunft mit Gewissensbissen zu kämpfen, mit möglicherweise Anhängseln, Anbindungen, potenziellen Süchten, vielleicht sogar Depressionen. Und Depressionen erwähne ich nicht sehr oft in einem allgemeinen Tarot-Reading, aber die Zehn Schwerter, Fünf Schwerter, Sieben Schwerter, Doppelteufel, das kann schon eine Depression einleiten, beziehungsweise man fühlt sich im Prinzip hoffnungslos, am Boden, hintergangen, vielleicht auch sogar perspektivlos. Ich werde natürlich im weiterführenden Reading jetzt nochmals einen ganz, ganz deutlichen Blick darauf werfen, wie es hier potenziell weitergeht. Hoffe dann auch noch mehr Details herausfinden zu können. Wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, liebe Löwen, und ich würde es euch tatsächlich nicht wünschen, aber wenn ihr hiermit resoniert und ihr auch gespannt seid, wie es weitergeht, ihr könnt natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox gleich der erste Link ist das. Es ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading, wünsche ich euch Durchhaltevermögen. Ich wünsche euch eine gewisse Belastbarkeit. Ich wünsche euch vor allem baldige Heilung, baldige Klarsicht auch. Habt einen schönen April, soweit es möglich ist. Bleibt vor allem gesund, würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.